machen noch die 5 Minuten fertig, dann, damit es wieder hochgeht. Und ich zeige Ihnen inzwischen den Pneumatikschrank. Der liegt genau unterhalb des Hauptschranks. Jetzt sollte es langsam losgehen. Diese 5 Minuten können geändert werden, also können am besten, wenn Sie über 1000 Umdrehungen pro Minute arbeiten, nicht. Wenn Sie aber weniger, also bei 800 oder 900 arbeiten, dann können Sie die vielleicht ein bisschen runterdrehen, auf 4 Minuten zum Beispiel. 5 Minuten, jetzt soll es anfangen. Jetzt geht es wieder hoch. Mal auf. Also, der Schaltschrank, der wackelt ein bisschen, weil die Maschine nicht einbetoniert ist. Die Maschine haben wir nur auf den Boden gelegt. Die muss ja bei Ihnen einbetoniert werden. Der Luftdruck. Wie Sie sehen, steht die Maschine auf dem Boden ohne Befestigung.